So Leute, herzlich willkommen zurück zu Fußball Manager 18. In der Köln-Karriere, in der letzten Folge, haben wir gegen Mainz in die Liga gestartet, haben unentschieden gespielt und dank einer gelb-roten Karte von Mirino müssen wir heute auf Mirino verzichten. Das ist die Chance für Peter, sich in der Liga direkt mal zu beweisen. Und wir spielen heute wieder mit Daniel. Pulisic braucht ein bisschen Pause, keine Ahnung, Vorbereitung war zu anstrengend oder so, der kommt wirklich nicht mehr über die 90 an Frische. Deswegen spielen wir heute mit Daniel nochmal. Pulisic sitzt auf der Tribüne, bekommt die komplette Pause. Aaron ist wieder auf der Bank, ist wieder fit, kann wieder spielen. Mirino ein Spiel, zum Glück dann nur gesperrt. Und Eggestein wird heute gegen Hoffenheim in der Startelf stehen, denn auch Dadachov braucht eine kleine Pause. Und wir wollen ja sowieso ein bisschen mehr rotieren. Der Rest ist gleich. Die Taktik ist vernünftig eingestellt, endlich mal. Das war voll dumm von mir, dass ich das nicht gemacht habe. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich es gemacht habe, aber irgendwie habe ich es dann doch wohl doch nicht gemacht. Oder ich habe es halt aus Versehen nochmal geändert. Weil wir wissen ja, oder wer es noch nicht weiß, wenn man hier das ändert, setzt sich hier das normale Taktik-Dingen immer wieder zurück auf Standard. Und das ist halt nicht so geil, wenn das da auf Standard ist. Deswegen habe ich das jetzt mal wieder normal eingestellt. Man macht einen Tag weiter und die Jugend, die man gerade eingestellt hat, ist schon wieder komplett über den Haufen geworfen. Was die Mentoren angeht, da werden erstmal alle Trainingsziele erfüllt. Oh, wir haben hier, ja gut, Niklas Bolten, war ja klar, dass wir den noch haben. Da muss ich noch einen Jugendspieler für finden. Und wir haben übrigens wieder die beste Jugendarbeit, jetzt schon wieder die beste Jugendarbeit der Welt. Ja, also das zeigt sich dann auch langsam über die Jahre. Übrigens, Presse habe ich immer noch nicht verliehen. Ich nehme ein bisschen im Voraus auf wieder, ihr wisst das. Aber ich habe schon geguckt, selbst wenn ich die komplette Woche im Voraus aufnehme, habe ich immer noch genug Zeit, einen Verein für Timo zu finden. Deswegen gar kein Problem. Schreibt es gerne in die Kommentare, Timo, wo du hin möchtest. Und dann werde ich mal schauen, ob ich das irgendwie organisiert bekomme, dass du da auch spielst. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir rein in das Spiel gegen Hoffenheim heute. Hoffenheim, ich weiß gar nicht mehr, wo haben die in der letzten Saison abgeschlossen? Die Liga, wir schauen gerade nochmal rein, auf den 5. Platz. Also sie steigern sich langsam wieder, ja, sie hatten ja sehr, sehr schwere Zeiten. Seit wir angefangen haben, diese Karriere, waren sie immer nur so, ja, unteres Mittelfeld Richtung Abstieg, also näher am Abstieg als an Europa dran. Aber seit den letzten Saisons steigern sie sich wieder so ein bisschen, also ernstzunehmender Gegner auf jeden Fall. Wir werden sehen. Ja, Eggestein übrigens der Gewinner der Hinrunde, der Vorbereitung gewesen. Er hat am meisten getroffen in der Vorbereitung. Ich bin sehr gespannt auf ihn. In dieser Saison größere Rolle denn je in unserer Mannschaft. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Ja, 1899. Ha, ich vertue mich ja irgendwie. Meistens. Gut, Leute, gehen wir rein. Bis gleich. So Leute, herzlich willkommen zum zweiten Spieltag in der Bundesliga. Wir starten rein gegen Nagelsmanns 11. Wir sind ein bisschen stärker heute mit Dadachov auf der Bank. Eggestein nimmt dafür seinen Platz ein. Daniel wieder dabei. Und Peter heute dabei für den gelb-rot gesperrten Mirino. Drehschuss von Glasig direkt mal leer, ist zur Stelle. Wir haben ein bisschen was an der Taktik nochmal geändert. Ich hoffe jetzt, Eggestein ist ein bisschen generell ein bisschen präsenter auf dem Platz. Schöner Steilpass von Peter. Auf Peter, der schießt aber zu früh. Ja, wir haben Möglichkeiten. Ich habe mal ein bisschen das Flankenspiel runtergemacht. Viele Leute in der Mannschaft hatten die Anweisung zu flanken. Das mag ich eigentlich nicht so. Vor allen Dingen die Verteidigung, ja, die Außenverteidiger. Die Verteidigung ist jetzt übrigens, die haben wir nicht geändert von der Taktik her. Die Verteidigung ist genauso wie in dem anderen Taktiksystem. Ja, genauso auch der Defensiv-Mittelfeldspieler. Hector, millimetergenauer Pass in den Laufweg von Oliver Torres. Der visiert die kurze Ecke an, aber nicht mit Leer. Van Leer, der hält den, hat das Leder sicher. Schade, schade, schade. Das wäre schön gewesen, ja. Wir haben auch jetzt mal Oliver Torres, ist jetzt auch mal nicht wie in dem anderen System, sondern ist jetzt wirklich mal unser Spielmacher. Ja, Oliver Torres flankt weit auf Peter, der drischt ihn aber in die Etage. Und Peter irgendwie so ein bisschen außen vor, würde ich es jetzt fast mal nennen. Er ist ein bisschen so, weiß nicht, die zentrale Mittelfeldposition, die kommt noch nicht so ganz aus sich raus da. Einzige im Mittelfeld, der momentan nicht so die gute Note hat. Hat aber auch schon wieder Möglichkeiten vergeben, also ja, muss er gucken.
Peter natürlich, ja, hat natürlich noch ein bisschen Zeit. Hector spielt Eggestein frei, der den knapp Lebenstor haut. Also wir haben hier unsere Möglichkeiten, Weiser mit der gelben Karte. Wir haben Möglichkeiten, aber wir nutzen sie momentan noch nicht so. Und jetzt kommt Hoffenheim mal vors Tor. Weiter Abschlag von Van Leer. Hector will den klären, befördert den vor den Lauf von Seferovic. Stürmt alleine auf Oliver Baumann zu und schiebt den Ball ins leere Tor. Oh, so dumm. So ein dummes Gegentor. So dumm. Meine Güte, was ist denn los? Warum kassieren wir denn so ein dummes Gegentor? Was macht Kriegsmann denn da? Vertändelt den Ball gegen Peter, der direkt auf Eggestein spielen will, aber das Abspiel war zu ungenau. Und sowas passiert dann bei uns, aber der Gegner bekommt so eine Möglichkeit und macht die dann auch noch rein. Was? Fußballmanager. Wanyama mit der gelben Karte. Übrigens Wanyama unter der Woche unter Beobachtung von Bayern. Wir haben auch ein Angebot gemacht, das wurde aber direkt abgeschmettert, weil es viel zu niedrig war. Übrigens Stenzel gegen uns. Also die erste Halbzeit, kann man sagen, war wieder nicht so geil. Wir haben viel Pech momentan. Ja, Hector will den da klären, schießt den in den Lauf von Seferovic. Was? Ist halt so wirklich, ja, ich will einfach nicht, dass du gewinnst. Vom Fußballmanager schon wieder. Teamwork ausgezeichnet momentan, aber es fehlt uns einfach so ein bisschen dieser Zug da vorne, ja, dieses yo, der Ball kommt, geht rein direkt, das fehlt uns aus der letzten Saison so ein bisschen und das ist so das, was ich meine. Wir sind 1-0 hinten gegen Hoffenheim, das muss sich ändern, ja, zweite Halbzeit muss besser werden. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal raus, dass Oliver Torres der Spielmacher ist, da machen wir mal niemanden rein, denn dann denke ich, wird Peter da auch ein bisschen mehr eingesetzt. Wir gehen mal weiter in die zweite Halbzeit. Wir schauen gerade mal, Rückstand wurde gut weggesteckt. Ja, wir sagen mal Konzentration zur Mannschaft. Gehen rein in die zweite Halbzeit und schauen jetzt mal, wir gehen voll konzentriert da rein. Und ich erwarte mindestens das 1-1 von der Mannschaft. Ball landet bei Oliver Torres nach der Ecke. Sieht, er hat wenig Platz, macht ein paar Schritte. Geht einen Meter übers Tor. Mann! Wir haben einfach kein Glück, der Ball geht nicht rein. WTF. Lass unsere Leute auf der Bank mal aufwärmen. Nächste Möglichkeit. Und Hoffenheim hat wieder eine und die geht dann rein, weißt du? Dembélé sucht Eggestein. Der trifft den Ball nicht richtig. Unkontrolliert kommt die Kugel dennoch zu Eggestein. Der kann den stoppen, scheitert aber an Leer. Also entweder wir schießen neben das Tor oder der Torwart der Gegner ist wieder überragend. Die zwei Optionen gibt es momentan für uns vor dem Tor. Es macht irgendwie wenig Spaß gerade. Jungs, ich will Tore sehen. Wir wechseln jetzt auch mal. Ach nee, fuck, Alter, fuck. Egal, wir müssen jetzt wechseln. Wir werden mal Eichhorn einwechseln und ja, wir müssen eigentlich offensiv wechseln, aber die gelben Karten, das macht mir so ein bisschen Angst, deswegen wechseln wir doppelt in der Defensive. Und ich denke, dann werden wir Lars einwechseln für Dembélé. Der macht heute kein gutes Spiel mit der 4 da vorne. Hängt da ein bisschen in den Seilen. Holen wir da die gelben Karten raus. Eichhorn braucht sowieso noch ein bisschen was Spielpraxis. Ja, um seine Fitness da noch so ein bisschen zu steigern. Aber es kommt momentan viel zu wenig von uns noch. Viel zu wenig. Was die Offensive angeht. Peter wertet mit der Hand ab. Also heute echt nicht gut. Unterwegs. Obwohl, komm, wir bringen mal Sascha Janssen rein. Wir bringen mal Janssen rein. Ja, für Oliver Torres. Der ist müde. Ah, das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht. Es kann nicht nur an den Jugendspielern liegen, ja. Die Taktik ist eigentlich auch relativ erfolgreich. In der Vorbereitung haben wir damit alles zerstört. Aber... Ah, es ist gerade einfach unglücklich. Ja, einfach mega unglücklich. Wir machen die ganze Zeit das Spiel, hauen den einen nach dem anderen aufs Tor. Entweder der geht daneben oder der Torwart hält überragend. Und dann kriegt Hoffenheim eine glückliche Möglichkeit. Und das ist dann so ein Ding und das geht dann direkt rein. So. Ja. Richtig unverdient in meinen Augen.
Aber wir kriegen es auch einfach nicht gebacken, den Ball ins Tor zu kriegen. Wir sagen jetzt immer für die letzte Zeit voller Angriff. Aber wir kriegen es auch einfach nicht gebacken, den Ball unterzukriegen. Und die Durchschnittsnoten sind auch alles andere als gut. Also von daher, wir dürfen uns nicht beschweren. Keine starken Auftritte von uns hier. Echt nicht. Und jetzt kommt nochmal Hoffenheim nach vorne. Und das wird wahrscheinlich das 2:0 jetzt. Ecke von Rudi. Hector geht entschlossen zum Ball, erreicht diesen vor Torben. Lukaufball klärt die Ecke, landet vor den Füßen von Rupp. Und wenn der jetzt reingeht, der mühelos abstaubt. Ja, geil. 2:0. Was für zwei geschenkte Tore. Zweimal der Fehler von Hector. Gebrauchter Tag. Gebrauchter Tag mal wieder. Schlusspfiff, Hoffenheim gewinnt 2:0 gegen uns. Und ich weiß nicht, es ist momentan, wir kriegen den Ball nicht über die Linie. Und der Gegner bekommt in diesem Spiel 2 Tore geschenkt. Von Hector. Gut, nehmen wir mit. Ich sag ja, das wird auf jeden Fall eine schwerere Saison werden. Aber dass wir so starten, hätte ich nicht gedacht. Also das ist ja echt unterirdisch für unsere Verhältnisse schon, dass wir so in die Saison reinstarten. Und wir sehen das wieder, wir haben das Spiel absolut gemacht. Wir hatten Möglichkeiten. Hoffenheim 2 Chancen, 2 Tore. Was soll man da tun? Ja, wir machen das Spiel. Es fehlt uns momentan an Glück, eindeutig. Ein Unentschieden, eine Niederlage gestartet. Ist nicht so der beste Start, den man sich vorstellen kann. Da muss mehr kommen von der Mannschaft. Da muss auf jeden Fall mehr kommen. Wir werden sehen, was wir machen. Lewandowski übrigens schon mit 6 Toren, ja, in 2 Spielen. Bayern rastet aus. Ja, Bayern, ich habe es gesagt am Anfang der Saison, ich hoffe, dass Bayern wieder stark wird. Und Bayern sieht so aus, als würden sie sich wieder fangen, jetzt wo Ancelotti weg ist. Und Gladbach mit einer 0,4er Chancenverwertung. Alles klar. Gut, Leute, das war's erstmal für den Teambericht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, wir haben einfach so ein Pech gehabt in diesem Spiel jetzt. Und wir können uns eine neue Nationalmannschaft auswählen. Frankreich wäre natürlich geil. Frankreich wäre natürlich eine mega geile Nationalmannschaft. Aber wir lassen erstmal die Nationalmannschaft weg. Wir müssen uns erstmal um unseren Verein kümmern. Ja, bevor da nichts richtig rund läuft, können wir auch nicht sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Nationalmannschaft. Wir machen hier direkt mal eine Spielerfeier. Wir brauchen unbedingt eine bessere Stimmung auch in der Mannschaft, weil wenn wir jetzt weiter so spielen und weiter auf die Fresse bekommen die ganze Zeit, ja, dann wird das nichts. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Fußballmanager. Das war mal wieder eine kurze Folge. Aber es ist ja auch echt nicht viel passiert in dieser Folge und wir können auch gerade nicht so viel machen. Fällt euch noch was ein, was ich vielleicht vergessen habe? Ja, was ich vielleicht mal in der nächsten Woche dann, also ich werde die nächste Folge jetzt auch noch aufnehmen, was ich dann für die nächste Woche dann nochmal anspreche, was ich vielleicht vergessen habe oder so, was euch noch wichtig ist zum Start der Saison. Und ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir in der nächsten Partie gegen die Hertha dann was reißen. Wenn wir nichts reißen und mit 2 Niederlagen oder 2 Unentschieden und einer Niederlage in die Saison starten, dann wäre das schon echt nicht so geil und das spricht echt nicht für diese Saison. Wir schauen mal, wie es wird. Gehen wir rein, gucken wir. Nächste Folge, neues Glück. Haut rein, bis dahin. Ciao.